Die atmosphärische Musik und dieses unheimliche Symbol kündigen unseren Aufenthalt im Palast des Bauern Braxis an. Dort, wo wir unsere letzte Aufnahme hier beendet haben. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Dexter. Ja, wir sind im Baron Braxis, sein Palast. Den haben wir übrigens schon im letzten Video gesehen. Am Anfang, ja. Aus der Ferne. Und da werden wir jetzt unseren Streifzug hier fortführen. Da sehen wir diese Skorpione. Die schleudern leider Blitze ab, was ich nicht so mag. Denn das machen sie ziemlich häufig hintereinander, wenn ich das mal so sagen darf. Darum werde ich gleich erstmal ein bisschen hier ausweichen und versuchen, sie zu besiegen. Was sehr schwierig sein kann. Aber ich habe sicherlich noch ein paar Gelegenheiten, euch das zu zeigen, wie ich hier an denen verzweifeln werde. Aber im Prinzip gehen sie, denn ich kann mich auch noch an diese Gegner erinnern. Die Crimson Garde von Baron Braxis. Und die muss man ausweichen, denn mal als Sechser kann man sie leider nicht besiegen. So. Was haben wir denn hier schon? Ach, das ist ein Aufzug. Für einen Moment habe ich mich gefragt, was ich hier tun muss. Aber der Aufzug regelt es schon für uns und das ist gut so. Also sonst hätte ich die Aufnahme wieder beenden müssen. Nee. Oh. Ah ja. Das sieht ja fast aus wie im Hotel hier, ne? Oh, was ist jetzt los? Shit. Wir haben den Alarm ausgelöst. Nein. Was soll ich tun? Ich laufe einfach quer durch das Gebiet hier. Oh. Oh, das geht nicht gut aus. Dexter, sieh zu, dass du deinen pelzigen Hintern hier rausschwingst. Was? Aber bitte nicht wieder mit Zeit. Na gut, wir müssen jetzt also unseren Hintern hier rausschwingen. Das hatte ich hatte ja auch sowieso nicht vor, hier zu überleben oder zu übernachten oder eine Party steigen zu lassen. Obwohl, ein Ort für eine Party, das wäre hier der Richtige dafür. Gut, naja, okay. Oh shit. Gut, aber die Orbs lassen natürlich nicht zurück. Ihr müsst es inzwischen schon wissen, dass man das nicht macht. Ist aber auch gar nicht so leicht jetzt hier. Wie gesagt, hier wohnt der Baron Braxis. Ich weiß gar nicht, ob wir den in diesem Spiel sehen werden. Ich glaube nicht. Höchstens in unserer Sequenz, aber da kann ich mich jetzt auch nicht mehr so dran erinnern. So, okay. Hier sind Laser. Und vor allen Dingen Stacheln. Na, wenn ich von hier jetzt hier loslege, müsste ich es eigentlich schaffen. Ja. Nur nicht verzagen, den Dexter fragen, wenn es um Überleben geht hier, ne? Denn mit seinen coolen Sprüchen haut er ja alle um. So, ja, da oben war jetzt noch was für einen Wanzenkampf, aber das lasse ich einfach mal zurück. Oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt was mit beiträgt zu den 100%. So, den noch eingesammelt. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich da jetzt hochkommen soll. Wahrscheinlich müsste ich jetzt wieder zum Anfang zurück. Aber stattdessen gehen wir einfach mal hier entlang. Vielleicht komme ich ja. Ja, das. Eine Treppe ist immer gut. So, was nehmen wir da als nächstes? Okay, weil ich hier volle Power habe, nehme ich einfach mal das. Okay, das hat nicht. Okay, es hat doch gereicht. Ich dachte schon. Oh, hier sehen wir eine Menge Orbs. Na, die müssen wir uns doch glatt einfach mal einsammeln. Haben wir auch nichts zu suchen hier und den. Oh, jetzt habe ich ein bisschen. Ach, verdammt. Ein bisschen verschwendet. Aber was soll's. Eigentlich ist es gut verteilt hier. Dieses Gift. So, dass man nicht in irgendwelchen Passagen hier ohne auskommen muss. Na gut, die Situation hatten wir ja schon, ja. Aber ich denke mal, das war zu dem Zeitpunkt meine eigene Dummheit. Ach ja, vielleicht ist das auch ein guter Zeitpunkt hier. Naja, wahrscheinlich ist das hier der schlechteste Zeitpunkt aller Zeiten, um dies zu erwähnen. Aber ich möchte mich hier noch recht herzlich bedanken an Fanpost. Und zwar hat mich LikeDubbyFi, oh, hoffentlich spreche ich bloß den Namen jetzt richtig aus. Oh Gott, da habe ich mir jetzt gar nicht vorbereitet. Naja, ein Bild gemalt. Hier, das blende ich erstmal an dieser Stelle nochmal ein. Und zwar ist das von dem Part gewesen, wo ich hier verzweifelt den Orbs im Wein hinterhergeholt habe. Hat er echt gut gemacht, muss ich schon sagen. Respekt. So, heia! Und da ist wieder der Dexter. Ach, wenn ich schon mal gleich dabei bin, kann ich auch eine weitere Fanbox hier noch erwähnen.
Und zwar von Braveria. Hat mir ein Bild mal gezeichnet von den Wachsmalstiften, die ich auch erwähnt hatte. Hier kommt dieses Bild eingeblendet. Wo jeder Wachsmalstift Emotionen zeigt. Cool. Richtig cool gemacht. Also ich sehe schon, ihr bringt mich immer ein kleines bisschen zum Lachen. Das erfreut meinen Tag. Weiter so. So, und auch weiter hier so, an dieser Stelle in Dexter Part. Wo geht's denn jetzt lang? Oh nein. Naja, wesen habt ihr... Was? Warum ist das hier alles so groß? Oh Gott! Das ist doch viel zu groß für ein PSP-Spiel. Das kann doch nicht sein. Ja, ich denke mal, hier kommt nochmal das Spiel richtig auf seine... Ja, auf seine Kosten hier. Also... Und auch ich, ja, mit dem Schwierigkeitsgrad, denn es wird ja nicht leichter. So, aber jetzt hier mal, ja, dich kennen wir doch, Junge. Nimm, friss, Schluck, Gift. Mensch, macht jeder. Ist modern. Es ist angesagt im Trend und... Oh, shit. Jetzt habe ich doch glatt gedacht, was für eine schöne Blume, Mann. Ich wollte sie schon rausreißen und einpflanzen irgendwo in einem Gestein. Nee. Hey, was ist das hier? Wasser? Ja, das blubbert. Ja, okay. Ja, aber die Sonnenstrahlen sehen schon richtig gut aus für ein PSP-Spiel. Also, ich find's richtig cool. So, ey, du bist auch noch hier. Ey, Junge. Hier, Junge. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich hatte festgestellt, dass meine PSP, der Akku, alle war. Ja. Und darum, naja, und da mein Ladekabel hier an der PSP einen kleinen Wackelkontakt hat, muss ich jetzt wirklich aufpassen, dass ich nicht drankomme, weil sonst kann es passieren, dass die PSP ausgeht. Au! Ey! Ah! Ach, du schon wieder. Mann, du bist der Nervigste, habe ich dir schon mal gesagt. Also, hallo. Nicht schon wieder. Sonst, ne? Du weißt es. So, von oben bitte, danke. Gern geschehen. Gut, weiter geht's. Ah, da ist ja noch so einer. Zack. Okay. Gut, jetzt müsst ihr auch langsam mal wieder ein bisschen nach Medizin gucken. Denn da wartet schon wieder der erste. Oh. Ah. Der erste Dingser hier. Wie heißt der? Skorpionus Maximus. Da gehst du nun mal kaputt. Mann, es ist aber auch so schwierig, den jetzt hier von der Luft aus zu treffen. Ja, dann mache ich es wieder ganz kompliziert. Aber das hat es gelohnt. Denn er hat ein bisschen Medizin für uns. Ey, Kollege, nicht so schnell hier, Mann. Du bist hier im Ballast von Baron Braxis. Hier ist hier ist die Geschwindigkeit sehr gering gehalten. So gering, dass ich hier noch nie ein Auto vorbeiflitzen sah. Haha. So respektvoll muss man den Baron entgegentreten, ja. Also, na, nicht wir, aber halt die anderen hier so. Habe ich da jetzt noch einen Orb vergessen? Ich schucke mal back. So, hey, was machst du hier? Laser, ja, cool. Echt cool, Junge. Damit kannst du mich echt nicht beeindrucken. So, zack. Gut. Ja, die können schon etwas... Ey. Habt ihr das gesehen? Ich hab's wieder mal gar nicht berührt. Mann, das kann nicht sein. Es kann schon etwas unangenehm werden hier, die Skorpione, würde ich sagen. So. Um auf Nummer sicher zu gehen, nehme ich einfach mal Feuer. Um an Höhe zu gewinnen. So. Hier, Feuer für dich. Feuer für dich. Ganz knapp ausgewichen, cool. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Ja, das war sowas von klar. Aber wie hätte ich die jetzt am besten kriegen sollen? Da kann ich ja wirklich dann nur jeden einzelnen nehmen. Ich wollte schon sagen, fast hätte ich es geschafft, die ohne zu getroffen zu werden. Hahaha, ich liebe Feuer. So, ey, aber die Precursor-Ops habe ich schon eingesammelt. Okay.
Na, dann können wir fortfahren. Ey, das ist ja fies. So richtig fies. Naja, so richtig sieht es da noch nicht aus. Na gut, das ist... Ach, jetzt kann ich mich an die Stelle hier erinnern. Wir sind nämlich noch gar nicht im Gefängnis. Ja, ich dachte, das ist hier... Das Gefängnis ist hier gleich im Baron Braxis sein Palast drinne. Aber, wie es aussieht, noch nicht ganz. Gut, hier sehen wir... Verschlossen von Lasern, aber ich habe vor, diese noch einzusammeln. Vorher gucke ich nach Büchern, ja. Ich bin ja so ein richtiger Bücher-Otzel. Aber auch nur aus dem Grund, weil sich da vielleicht eventuell irgendwelche Orbs befinden. Eine kurze Pause und weiter geht's. So, na, da probieren wir das Ganze nochmal. Ich muss sagen, ich gucke gar nicht mehr so richtig nach die Aufnahmezeit. Ich weiß noch, früher, wo ich angefangen habe mit dem Let's Playen, da habe ich noch so ziemlich genau geguckt, dass ich auch ja die 10 Minuten einhalte, ja. Also für alle, die es nicht wissen, oder diese neuen YouTuber hier, ja. Früher konnte man nur 10 Minuten bei YouTube aufnehmen. Da habe ich noch wirklich so geachtet. Aber jetzt mittlerweile nehme ich am Stück hier so auf und teile mich die Paarzeit so ein, wie sie kommen. So. Genauso wie diese hier kommen, ey, Junge. So, Feuer. Feuer ist unentbehrlich. Aber die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Bitteschön? Wie komme ich jetzt da hoch? Ah, nein, ich habe eine dumme Vermutung. Wir müssen tatsächlich... Ach so, ja, okay. Wir müssen jetzt also hier wieder das Zeug nutzen. Aber ich denke mal, da bleibe ich beim Feuer. Was tut man nicht alles für ein paar Orbs? Ach. Warte mal. Oh, ich komme da nicht hoch. Okay, dann muss ich wieder warten. Gut, jetzt bin ich hier oben. Das ist ja schon mal gut. Dann fahr einfach mal hier rüber. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier in diesem Palast war, aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dort wo die Crimson Gase lang lief, da gab es noch eine versteckte Maske. Ich weiß es allerdings auch gar nicht mehr, von wem es das war. Müssen wir sehen. Auf jeden Fall behalte ich es mir in Hinterstübchen, dass es da noch eine Maske gab. So, rüber hier. Oh. Okay. Gut, die haben wir auch. Sonst noch irgendwo welche? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Ah, komm, das wäre cool gewesen. Ein Saukräpels hier, du. Gut. Ich traue dem Spiel nicht. Ich will wirklich gucken, ob diese Bücher kaputt gehen. Aber sieht nicht so aus. Also, das wäre zu heftig. Hey, aber diese drei Orbs da am Anfang, die stören mich wirklich noch so ein bisschen. Das kann gut sein, dass wir daher die ganze Strecke wieder zurückgehen müssen. Wobei ich auch jetzt nicht weiß, wie man da jetzt... Na gut, da drüber zu kommen ist nicht allzu schwer. Allerdings hier rüber zu kommen ist etwas schwieriger, ja. Es ist nämlich eine Form der Unmöglichkeit. Das heißt also, wir müssen noch irgendwas finden, mit dem wir diese Laser ausschalten können. Und da ist das Problem. An sowas kann ich mich leider nicht erinnern. Hm, wo könnte ich hier... Wobei das hier auch ziemlich verdächtig aussieht, ja? Was könnte ich hier nehmen? Essen? Nein, das war verschwendet. Auch wenn es hinter der Wand, ne? Und so. Aber ich denke mal, ich liege gar nicht mal so falsch mit den... Schieße-Dingen. Ach, verdammt. Schon wieder so eine Rätselei hier. Da muss doch irgendwas geben. Naja, wir suchen und dann finden wir. Und dann sind wir... Toll. Dann sind wir die... Ach, verdammt. Ich kann doch kriechen. Bin ich blöd. Ist doch ganz einfach.
Das habe ich ja glatt vergessen, dass man das auch kann. Dabei ist das hier immerhin schon der 30. Part, oder? Oder sind wir schon... Ne, wir sind schon wieder im 31. Part. Mann, ich wollte doch im 31. Part Hallo sagen. Im 30. Ach verdammt, vergesst die Parts. Ja. Das Spiel ist hier sowieso noch nicht lange beendet. Noch lange nicht. Denn wir müssen ja schließlich auch noch alle Orbs einsammeln. Was? Wirklich? Ja, wirklich. Ja, ich rede mit mir selber.